Auf in die Schlacht! Micha, wie gut kennst du die Route hier? Keine Ahnung. Zeig doch mal, was wir hier so an Leckereien parat haben. Eine verfaulte Zitrone, Milch haben wir, dann jede Menge Gemüse. Wurst. Hier spürst du gleich richtig weg. Olaf, bist du bereit? Ich bin immer bereit, sonst wäre ich nicht dabei. Die Gäste spritzt weiter über Bord. Also wir sind jetzt alle quasi vollständig. Der Einzige, der fehlt, ist eine Person. Ansonsten sascheln wir jetzt die Pferde. Ja. Und auf in den Kampf! Und ich stehe so seit 3 Tagen unter Strom, weißt du? Irgendwie muss man diese Scheiße ja hier überstehen. Du siehst ein bisschen aus wie so ein Pfadfinder. Oder so ein Tramper. Wer bist du? Ich bin der neue Azubi Arne. Der neue Azubi. Der neue Azubi. Das erste Mal mit am Start. Ja, natürlich. Detlef, Olaf, Patrick, Arne, Alex, Jenny, Micha, Ben und Philipp. Und ich bin Paul und ich bin unterwegs auf einem kleinen Outdoor-Camp, 2 Tage in der Wildnis. Der da hinten hat mich gezwungen dazu. Aber das wird gut, glaube ich. Ich habe richtig Bock da drauf. Hier sind dicke Rucksäcke am Start. Hier ist viel Essen am Start. Wir laufen einen Tag und wir fahren mit dem Kanu einen Tag und teilen uns in 2 Gruppen auf. Ich verteile jetzt noch die GoPros und dann gucken wir mal, was daraus wird. Das Wetter ist geil, die Sonne ist am Start und es geht los. Also erstmal gucken, wie der Chef sich draußen macht. Mal sehen, was sich mal fürs Team ergibt. Aber die Teambildung, das Drumherum, finde ich total geil, auch mit den ganzen Leuten unterwegs zu sein, weil die meisten von euch kenne ich gar nicht. Und auch mal draußen zu sehen, wie ihr euch verhaltet, wie wir zusammenwachsen, da freue ich mich drauf. Das ist so das. So, wir sind raus aus dem Zug. Olaf, bist du bereit? Ich bin immer bereit, sonst wäre ich nicht dabei. Also wir sammeln uns jetzt hier, verteilen uns jetzt in 2 Gruppen, werden uns aufteilen. Und vor allem gibt es jetzt hier gleich eine kleine Rucksackschulung. Also wir haben so eine Alltagsrucksäcke, die man für die Stadt eben benutzt. Dann für mehrere Tage die Tourenrucksäcke. Und dann für größere Sachen die Trekkingrucksäcke, wenn man wirklich ein bisschen mehr Gewicht eben haben möchte. So. Dann stellen wir mal unsere Hände in die Hüfte, als wenn wir irgendwie sauer auf jemanden wären. Genau, dann haben wir an der Seite unseren Hüftknochen. Jetzt guckt ihr mal, wenn ihr jetzt den Hüftgurt anpasst, ob es schon auf der richtigen Höhe ist. Sollte es zu tief sein oder zu hoch sein, würden wir das entsprechend mit dem Schultergurt eben dicht ziehen. Wenn das passt, dann machen wir vorne zu. Sollte richtig kompakt sein, wenn wir nachher das Gewicht auf die Hüfte packen, dass der Rucksack einfach nicht runterrutscht. Also wirklich wichtig, die Gurte müssen oben gelöst sein. Gehen wir nach oben zu den Lageverstellriemen, lassen Kontrollriemen, um oben sachte ranziehen. Keinen großen Druck ausüben, sondern wirklich sachte, weil wenn wir zu dicht ranziehen, dann haben wir einen ziemlich starken Druck vorne auf der Schulter. Das wollen wir nicht. Okay Leute, wir sind jetzt also hier 1, 2, 3, 4, 5 Leute gut gelaunt und wir sind jetzt hier Team Paddeln sozusagen erstmal und dann am nächsten Tag Team Wandern. Wir haben ja hier auch den guten Fialleiter mit, den Alex, und der wird jetzt sozusagen die Teamführung für Team Delta übernehmen, die durch den Wald laufen, und wir sind Team Fail. Genau. Ich sag mal, hier liegt so ein ganz bisschen der Hund begraben, wo wir hier gerade lang laufen, aber wir dürften gleich da sein, und was wirklich schön ist, ist, dass hier immer mal wieder Wasser auftaucht. Wir sind im Fürstenberg gelandet und suchen unseren Kanuverleih, wo wir dann zu 5 sozusagen mal gucken werden, wer schneller da ist. Die Wandertruppe oder wir. Nordlichtkanu entdeckt und gefunden. Da müssen wir hin. Guck mal hier, ich würde Rezeption. Hier ist die Rezeption. Moin. Moin. Wir hatten ja jetzt bestellt 2 Zweier, Fiat und ein Kanadier. Ja, angekommen am Kajakverleih. Zeig doch mal, was wir hier so an Leckereien parat haben. Ja, wir haben da eine verfaulte Zitrone, Milch haben wir, dann jede Menge Gemüse. 8 Kräutertee, Wurst, was haben wir noch? Fazit von dem, was wir mitnehmen zu essen: Es gibt Pasta, es gibt Fleisch, es gibt Tofu, es gibt Milch, es ist für alles gesorgt. Wir bauen jetzt hier alles zusammen. Wir packen jetzt vor allem alles erstmal in die Boote rein. Wir haben so viel Gepäck mit, das ist ja völlig unnormal. Ich glaube, jeder hier hat so circa 10 bis 15 Kilo Gewicht dabei. Und das müssen wir jetzt hier auf die 3 Boote ordentlich aufteilen. Und das ist jetzt erstmal Mission Nummer 5.
5 von 8. So, da ich keine Lust habe, hier in dem Baumwollding zu bleiben und auch keine Lust habe auf die Jacke die ganze Zeit beim Boot fahren, werde ich jetzt auch nochmal mich umziehen und zwar auf Merino-Wolle umsteigen. Die hat so ein paar Eigenschaften, von denen wir vielleicht morgen auf der Wandertour noch was hören werden, was man da beim Wandern, beim Bootfahren und so weiter anziehen kann, um eine gewisse Wärmeleistung zu haben, Atmungsaktivität und vielleicht ein bisschen geruchsneutraler. Aber dazu dann mehr nochmal zu anderer Stunde. Ich ziehe mich jetzt erstmal um. Und jetzt kann es eigentlich aufs Wasser gehen. So, jetzt wird Micha noch mal eine kleine Runde schulen. Er tut es gerade schon so ein bisschen. Was haben wir für verschiedene Sorten an Booten und so weiter? Das ist die Unterteilung. Gibt es noch eine andere? Kanadier, Kajaks? Kanadier, Kajak. Hinten wird in der Regel gelenkt, vorne wird gepaddelt. Kanadier ins Wasser. Kanadier ins Wasser, auf in die Schlacht. So, Rucksack Nummer 1. Ich glaube, wir haben alles drin und nee, mein Essen fehlt noch. Brotdose. Zack. Ah, ich sitze. Auf Detlef. Paddel. Das Gute ist, da ich die ganze Zeit filmen muss, hat Detlef die ganze Arbeit. Und wir müssen hier echt 6 bis 8 Stunden jetzt durchackern, wie nichts Gutes. Das sind einige Kilometer. Das wird echt krass. Wo müssen wir lang? Müssen wir nach da? Servus, grüßt euch ganz herzlich. Nach da oder nach da? Nach da. Ich finde es total schön. Vor allen Dingen ist es geil, mal wieder auf dem Wasser zu sein. Das darfst du auch nicht vergessen. Wir werden dafür jetzt bezahlt. Ja. Das ist Arbeitszeit. Detlef, wie viele Jahre bist du bei... Seit 29 Jahren. Man muss sich wirklich vorstellen, andere sitzen jetzt im Büro oder so, haben keinen Bock und wir können hier während der Arbeitszeit auf dem Wasser sein und paddeln. Besser geht's doch gar nicht. Okay Leute, jetzt wird's interessant. Moin. Also hier ist so eine Rutsche. Los! Detlef, unser Boot ist zu schwer. Detlef, du musst weniger helfen. Wir schaffen's. So, da vorne, Wassermarsch, komm, Gas geben. Ja, und wieder stecken geblieben. Also das ist wirklich eine geile Aktion. So, wir haben die kleine Wasserstraße verlassen und befinden uns jetzt auf offenem Meer. Hier vor uns liegt die Nordsee. Micha ist bereit und heiß zum Paddeln. Das ist eine Truppe hier. Micha, wie gut kennst du die Route hier? Keine Ahnung. Ah, inzwischen sind wir schon eine ganze Ecke jetzt hier diesen Kanal entlang. Und dieser Kanal ist wirklich so naturbelassen. Überall an den Seiten haben wir hier solche Buhnen und dahinter liegen dann überall, ja, wachsen Seerosen, überall brüten irgendwo Vögel. Zur richtigen Jahreszeit natürlich und es sieht alles so natürlich aus. Und das muss man sich immer wieder sagen, wir haben gerade Arbeitszeit eigentlich. Während die anderen im Laden stehen, können wir hier solch ein geiles Erlebnis, ja, teilen. So, da vorne ist Micha tatsächlich wieder und der ist durchgängig am Meckern. Der ist stinksauer, dass wir so langsam sind. Der hat gut reden mit seinem schnittigen Sportboot. Inzwischen sind wir hier auf offener See unterwegs. Der Wind hat zugenommen. Die Gischt spritzt hier schon fast an die Kamera ran. Das hier ist wieder so ein Ding, wo ich immer sage, lebe dein Abenteuer. Da vorne die beiden anderen, Micha am Start. Man sieht sie nur ein ganz bisschen am Horizont und wir müssen weiter über den See rüber. Und rings um uns herum sind dunkle Wolken. Paul, ich kann das nicht, wenn ich lachen muss. Es ist so hochdramatisch, wir sinken. Die Gischt spritzt weiter über Bord. Ins Gebiet. Auf geht's! Es ist so nah dran von zu Hause letztendlich und man hat trotzdem so ein Freiheitsgefühl und so ein wildes Abenteuerfeeling, obwohl man hier so nah letztendlich an Berlin dran ist. Ist echt der absolute Wahnsinn hier. So, da vorne hat's die Schleuse, die ist bisher noch zu. Das zum Thema Welle, da kommt tatsächlich ganz schön viel Wasser raus. Oh oh. Alter, wenn der die jetzt richtig aufreißt, die Pforte, dann war's das mit uns. Dann spült's uns davon. So, die Schleuse ist offen und mal gucken, ob was rauskommt. Ich bin das erste Mal, fahre ich gerade in meinem Leben in eine Schleuse ein. Guck mal, hier ist jetzt so eine Treppe, so eine, wie so eine Leiter und da oben steht Start und Stopp. Das heißt, ich muss jetzt den hier ziehen. Okay, mal gucken, ob was passiert. Ich höre schon irgendwas. Alter. Ich bange um mein Leben. Hier spürt sich gleich richtig weg. Erste Schleusenfahrt meines Lebens. Check.
Ah, wir sind an der Naturschutzstation Woblitz angelangt und werden hier mal anlegen. Richtig klares Wasser. Schaut euch das mal an. Und ein schönes kleines Päuschen wird jetzt hier mal gemacht. Glaube ich zumindest. Pause? Ja. Dann machen wir Pause. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Auf hohe See, die letzte Strecke, das letzte bisschen Fahrt über die Gischt. Das sprudelnde, spritzende Meer. Land in Sicht! Ey, das ist der blanke. Das ist der blanke Wahnsinn. Und ich werde hier wie der König in der Murmelschale transportiert vom Bilbo Beutlin. Moin, Paul! Moin! Ja, perfekt. Herzlichen Dank. Da ist der Rest der Truppe wieder vereint. Wir sind angekommen. Können jetzt fast hier schon erkunden, was es hier so zu sehen gibt. Detlef baut zum Beispiel hier gerade auf. Du baust einen Tarp auf, richtig? Ja. So ähnlich wie diese mega krasse Kombination hier, das muss man ja mal sagen. Hier ist ein riesen Tarp am Start. Mit einer Rettungsdecke drunter, glaube ich. Richtig gut abgespannt. Also wirklich, da kann der Sturm kommen. Ich habe eigentlich vor, meine Hängematte da vorne am Wasser aufzuhängen. Müssen wir mal gucken, wie das so hinhaut. Hängematte überm Wasser. Ich würde ungern reinfallen. Zack, zack und zack. Oh, also zum Baden hier. Schwierig. Kalt, 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 kalt. Das ist ein Kneipp-Tretbad. Oh. Puh. Ah. So, da hinten ist jetzt eine kleine Schulung, deswegen muss ich mal kurz weg von der Hängematte. Der Micha erzählt schon ganz fleißig. Er hat eine Idee, für was der Baselayer gut sein kann. In der Regel will ich halt auch ein gutes Gefühl auf der Haut haben. Das macht Sinn mit einer Bekleidung, die in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen. Daune ist weniger feuchtigkeitsresistent. Das heißt, wenn man eine Daune trägt, also als Bekleidung jetzt speziell oder einen Schlafsack hat, sollte man auf alle Fälle darauf achten, dass das Ding trocken bleibt. So, kleine Zeltbesichtigung. Jetzt wird jedes Zelt einmal aufgemacht, Privatsachen durchsucht und geguckt, welche hier die meisten geilen Sachen sind. Ja. Wer die meiste Knete dabei Genau, hat. Richtig. Ja? Kann man fast als klassisches Kuppelzelt definieren. Ne? Zwei Gestängebögen, die sich in der Mitte kreuzen. Oben ist eine Fürststange, die soll quasi einmal Stabilität bieten, dass sie quasi an den Seiten, die jetzt besonders viel Fläche haben, auch nochmal Stabilität bieten, sonst würde das Ganze zu sehr wackeln im Wind. Während hinten noch geschult wird, muss ich mal ganz kurz einfach hier ins Wasser gehen, um zumindest mal kurz zu zeigen, wie geil das einfach aussieht hier. Da hinten die untergehende Sonne mit diesen Regenwolken, die hier gerade für gesorgt haben, dass es einen kleinen Stress gab, weil hier auf einmal die Hängematten halt, ja, ich habe halt keinen Regenschutz zum Beispiel und der Olaf hat auch keinen Regenschutz und das ist gerade so ein kleines Problem gewesen. Aber ansonsten aussichtstechnisch der Wahnsinn. Richtig schön. Ein wunderschöner Steg, den haben wir ja auch. Und da hat es nochmal den Katamaran, das Schiff und unser Lager auf der Seite. Ich glaube, hier wohnen sogar Leute. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad in the hurt. Der Tisch könnte voller nicht sein, es ist auch ziemlich laut hier tatsächlich. Ich gehe mal ein Stück weiter weg, damit man mich überhaupt versteht, denn Abend neigt sich dem Ende entgegen. Das Feuer ist an, es ist dunkel geworden, es ist auch ein bisschen frisch geworden, deswegen setzen wir uns dann irgendwann noch ans Feuer, wenn wir schön warm gegessen haben. Es gibt irgendwie Nudeln, ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen gezeigt. Dann gehen hier die Lichter aus und ich verschwinde in meiner Hängematte überm Wasser. Das wird auch nochmal ziemlich cool, glaube ich. Also, gute Nacht. Lecker. Was will man mehr? Was will man mehr? Guten Morgen, Leute.
Ich glaube, die meisten hier sind schon wach. Ich als Spätaufsteher mal wieder der allerletzte. Es liegt Nebel über dem Wasser. Es sieht mega geil aus. Und es wird Zeit, in den Tag zu starten. So, Stunden später stoße ich dann auch mal zu der Truppe dazu. Inzwischen wurde hier schon fleißig gefrühstückt. Ich glaube, die essen schon Mittag, oder? Sitzen auf jeden Fall alle hier schön beisammen auf der Bank. Und für uns geht's heute, ich glaube, ca. 20 Kilometer zurück zu unserem Startpunkt, aber diesmal laufend und eben nicht mit dem Boot, so wie gestern. Dazu esse ich jetzt aber erstmal was, trinken ein bisschen was, baue meine Sachen ab, alle anderen bauen die Sachen ab und dann geht's wieder auf Tour. Und wir machen uns jetzt auf in den Wald zur Wanderung. Gute Fahrt, ne? Tschüss. Es ist tatsächlich, also zu meinem Orientierungs... Fähigkeiten? Welche? Gar keine. Wunderschöner Weg, den wir gerade entlang laufen. Wir sind wieder zu fünft und erzählen uns hier lustige Sachen. Sehr, sehr schönes, atmosphärisches Wandern hier. Hey Leute, wir sind tatsächlich jetzt auf der Brücke. Das bedeutet, da ist die Schleuse und der See dahinter. Das heißt, wir gucken jetzt gerade, ob die anderen da sind. Da sind tatsächlich die anderen. Moin. Moin. Hey. Servus, Mahlzeit. Ihr seid noch nicht untergegangen, alle noch trocken. Alle noch trocken, genau. Also besser kann es nicht laufen, da treffen wir uns tatsächlich wieder. Und jetzt kommt hier sogar ein Kaffee. Vielen herzlichen Dank. Gerne. So, und bevor wir weitergehen, regnet es jetzt tatsächlich wieder. Wir haben gerade noch fleißig Enten gefüttert. Die Boote fahren weiter, wir gehen weiter und treffen uns dann spätestens am Ende wieder. Also packe ich die Kamera vorübergehend jetzt erstmal ein. So Leute, wir sind tatsächlich jetzt angelangt und wo sind wir jetzt? Wir sind in Fürstenberg in der Havel und erwarten dann die anderen quasi am Ziel- und Endbahnhof Fürstenberg, beziehungsweise eher am Wasser. Wir wollen sie noch empfangen, wenn wir schnell genug waren oder die zu langsam waren. Und was haben wir erreicht? Kanu Nordlicht, Nordlicht Kanu. Und somit unsere kleine große Tour gleich vorbei. Mal gucken, ob die anderen schon hier sind. Die anderen sind wohl noch nicht da, aber... Ich bin im Wasser, ich hab's verpasst. Das ist ja gar nicht. Ich war im Wasser und die anderen sind da. Alter, Alter. Und Paul, wie kalt ist es? Kamera aus, ich muss mich umziehen, es ist kalt. Das Team ist wieder komplett. Alle wieder am Start, alle vereint. Wie war die Paddeltour? War das gut? Alles gut, super. Ja. Hat Spaß gemacht, ja, auf dem Wasser? Ja, sehr schön. Sonne steht auch schon wieder tief. Geht bald unter. Zurück zum Bahnhof. Ende der Tour, ich sitze im Zug. Wir haben es geschafft. Wir sind alle richtig fertig, haben alle rote Köpfe. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier vor oder danach gezeigt habe. Ich war gerade noch baden. Irgendwie die anderen kamen dann an. Das war alles kurz chaotisch. Wir sind jetzt im Zug und gleich in Berlin. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Lebe dein Abenteuer. Lebe dein Abenteuer. Lebe dein Abenteuer, Leute. Lebt euer Abenteuer, Leute. Ich bin durch. Ich freue mich jetzt einfach auch mal irgendwann dann... Ja, zu Hause weiter zu arbeiten. Ja, was soll's. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Tschüss. In den letzten zwei Tagen habe ich nicht nur meine Arbeitskollegen besser kennengelernt, sondern auch mal wieder verstanden, dass man eben nicht so weit fahren muss, um die besten Abenteuer zu erleben. Wie ihr in diesem Film sehen konntet, haben wir genau das gemacht, ohne überhaupt 100 Kilometer von der Heimat entfernt zu sein. Und vielleicht ist das ja für euch auch ein Anstoß, nicht mehr weit wegfliegen zu müssen, sondern genau vor eurer Haustür nach den krassesten Abenteuern zu suchen.